Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 9. Ich habe mal nachgeschaut, wie es weitergeht und ich muss sagen, ich bin ja sowas von blöd. Ich dachte eigentlich, dass der Gargoyle, ich kann mir leider seinen Namen gerade nicht merken, wie er heißt, mit dem Boot hierher gekommen ist, weil er nicht über die Brücke gehen wollte. Und das war's dann und er sagt uns, wo dieser Eingang ist, also dieser Unterwassereingang, und das wollte er nicht sagen. Die Sache ist die, das Boot hat nicht nur eine dekorative Sache oder eine Sache, dass er mit dem Boot hierher gekommen wäre, sondern es bringt uns auch zu diesem Eingang. Hätten wir doch einfach mal das Boot benutzt. Draufspringen, benutzen. Und schon fährt es uns zu diesem Eingang, zu dieser geheimen Höhle. Und damit hat er uns ja eigentlich genau gesagt gehabt, wo wir hin müssen. Na gut. Da hätte ich noch lange suchen müssen oder können. Naja gut, ist halt so. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Frong, da gibt es auch noch Wachen. Die, wenn sie uns erwischen, sperren sie uns in eine Zelle ein, aus der wir aber auch wieder fliehen können. Ich glaube, man kann gegen sie kämpfen. Wobei, da bin ich nicht ganz hundertprozentig sicher, ob das geht. Wahrscheinlich, wenn man sie rückwärts, also von hinten absticht, würde es vielleicht funktionieren. Gibt auch keinen Karma-Verlust oder so. Die nächste Möglichkeit wäre halt, sich durchzuschleichen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich weiß es nämlich noch nicht ganz. Und was auch da ist, ihr erinnert euch an diesen einen Beutel, den wir hier bekommen haben, nachdem wir diesen Boxkampf gewonnen haben, indem wir unser Inventar voll gemacht haben, den Boxkampf gewonnen haben und dann, weil das alles nicht mehr aufnehmen konnten, dann, ja, ihr wisst, wie ich meine. Und den gibt's hier auch. Und zwar, wenn unser Rucksack voll ist und wir werden erwischt und holen unser Zeug wieder, haben wir einen Beutel mehr. Allerdings glaube ich kaum, dass wir das jetzt im Moment anwenden können. Wir haben nämlich noch sehr, sehr viel Platz hier drin. Naja, gut. Nur, dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, dass es hier das auch gibt. So, dann wollen wir mal tauchen. Und das sehen wir auch schon. Hier ist die Höhle. Wer hätte das gedacht? Dann mal nichts wie rein mit uns. Vorne gibt es Blubberbläschen. Da können wir unsere Atem wieder... Kommen wir wieder zur Luft und wieder können wir wieder unter Atem auffrischen. So, dann geht's weiter. Kampfmusik unter Wasser. Ja, okay, wenn Piranha kommt oder so, aber im Moment sehe ich da nichts. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, hier sehen wir eine Tür. Oh. Ja, da ist ein geheimer Schalter und da kommen wir rein. Sehr schön. So, dann schauen wir uns doch gleich mal um, was haben. Kommen wir da nicht. Oh. Okay. Wir kommen hier auch nicht mehr raus, wie es aussieht. Es sei denn, irgendwo ist noch ein Schalter. Schauen wir erstmal, was ist das hier? Das können wir nicht benutzen, denn Buch. An alle Wachen in Wrong, haltet nach dem Avatar-Ausschau. Er wird vermutlich versuchen, Raven aus dem Kerker zu befreien. Wenn ihr den Avatar seht, nehmt ihn auf der Stelle fest. Das hört sich ja richtig toll an. Und da unten drunter ist doch noch ein Dings, oder? Ach, den wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Egal, wir nehmen trotzdem mit. Ein goldener Schlüssel. Sehr schön, das nehmen wir auch mit. Vielleicht machen wir das ja mit diesem Inventar-Dings. Vielleicht würde das ja klappen. So. Aha, das Bild kann man wegmachen. Und dann ist das die Tür für draußen. Nichts passiert. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist vielleicht der Schalter für diese Dings hier. Ja gut. Müssen wir uns mal mit beschäftigen, wenn wir wieder hier sind. So, und das sehen wir auch schon, die erste Wache. Wenn die uns natürlich erwischt, das ist nicht so toll.
Was? Okay, hier geht's auch irgendwo lang. Ja, das wird nur noch ein Spaß werden hier. Okay. Sind wir... Oh, wir sind draußen wieder. Wer denkt er wohl, wer er ist? Wer denkt er wohl, wer er ist? British. Er nimmt sich wie Lord British. Naja, das sollte man wahrscheinlich nicht hochgehen. Wobei ich nicht sicher bin, ob uns die Wurmgarde angreift oder uns auch ins Gefängnis sperrt. Ich habe keine Ahnung. Oh, 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 oh. Ah. Puh. Ah. Okay. Da dreht er wahrscheinlich auch wieder um. Das heißt, da kommen wir doch gar nicht lang, oder? Das heißt, wir kommen nur da lang oder wir müssen uns einsperren lassen. Ich würde sagen, lassen wir uns einsperren. Wow. Eine sehr, sehr gute Frage. Also, da kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Es sei denn, wie gesagt, wir lassen uns einsperren. Ich habe ja gespeichert. Wir schauen mal, wie es aussieht mit der Wurmgarde. Ob wir da weiterkommen. Oh, der hält aber extrem viel aus. Und ihr sperrt mich ein wahrscheinlich, oder? Oder ihr rennt einfach ein bisschen ziellos hin und her. Noch einer. Andererseits muss ich sagen, ist es ziemlich hart grad. Versucht zu fliehen, was? Nicht, wenn ich im Dienst bin. Okay, er will wahrscheinlich mich angreifen. Ich will den aber eigentlich gar nicht angreifen. Ich wollte eigentlich nur mein Dings hier mal voll machen. Ist natürlich nicht so, wie ich eigentlich das gedacht habe. Die Frage ist, ob das überhaupt noch funktioniert, wenn die uns erstmal hier so... da fehlt immer noch ziemlich viel. Voll, voll, voll. Ah, okay, da fehlt eh noch ziemlich viel. Ist ja in Ordnung, ich gehe ja schon wieder. Nee, in dem Fall, ich glaube, ich lade das ganze Ding nochmal neu. Und dann schauen wir mal, ob wir uns, ja, dann bringen sie uns hierher. Gut. Hier gibt's doch bestimmt... Ja, hier gibt's. Ja, die können wir auch verschieben. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal schauen, wo wir hier herkommen. Und dass wir auch wieder unser Zeug kriegen. Jetzt sind wir rein. Na, da kommen wir gar nicht durch. Dieses Spinnennetz kriegen wir anscheinend nicht weg. Na doch, jetzt.
gut. Spinnennetz. Aber hier gibt's nicht wirklich was, wie es aussieht. Ah. Aber immerhin ein Schwert. Dann hat sich das doch gelohnt. Ja, also das Dungeon ist, glaube ich, schon etwas komplizierter. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das handhaben. Okay. Hier geht's. Kommen wir hier nicht weiter? Ah. Wir kommen normalerweise weiter, aber halt nicht durch ein Spinnennetz hindurch. So, wo geht's jetzt herher? Ich hasse Spinnen. Allerdings, viel zu bieten haben sie ja nicht. Ist hier noch was? Irgendwas? Nee, das sah aus, wie wenn da noch was wäre. Oder da ist was? Ne? Doch, hier ist ein goldener Schlüssel. Ich wusste doch, dass hier irgendwas ist. Mit dem Schlüssel habe ich aber nicht gerechnet, aber egal. So. Dann können wir mal weiterschauen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt der bessere Weg ist. Ob das jetzt der bessere Weg ist, den ich hier gegangen bin. Guck mal, da ist so ein Dings hier. Kann ich dich nicht? Nee, das geht anscheinend nicht. Und die Kiste, kann ich die nicht verschieben? Also da geht's auf. Wir müssen was draufstellen. Aber das dachte ich mir schon. Na doch, das geht doch. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt können wir hier lang gehen. Gegenstand ist verschlossen. Tür ist verschlossen und der Schlüssel bringt auch nicht wirklich was. Oh. Okay. Und hier kommt auf jeden Fall eine Wache wieder. Ob das die Anfangswache ist? Hm. Gute Frage. Junge, das Mädel in Zelle 17 ist wirklich niedlich. Ich kann es nicht erwarten, sie mir mal näher anzusehen. Gefangene! Sofort stehen bleiben! Naja, bringt nichts. Gehen wir doch wieder hier rein und den ganzen Weg wieder zurück. Ach nee, aber wir haben jetzt unser Schwert wieder verloren. Krampf. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe doch gespeichert, oder? Wer hustet hier so stark? Also ich bin es jedenfalls gerade nicht. Da ist eine Tür. Na toll. Und jetzt bewacht er die Tür, oder wie? Okay, Truhe. Ah. Mit unserem Zeug und einem weiteren Schlüssel. Das ist doch gut zu wissen. Dann haben wir das hier also schon mal erledigt. Hier würden wir dann also unser Zeug auch wieder kriegen, wenn wir voll sind.
Gut, es ist gar nicht mal so schwierig. Ah ja, jetzt kriegen wir auch das Ding hier auf. Ach, das geht es da unten auf. Okay. Immerhin. Ich habe keine Ahnung, wer da was sagt zu mir. Und das Husten, das bin auch nicht ich. Das ist irgendwo im Spiel drin. Oh. Ich glaube, das hört sich so an, als ob ich es wäre. Aber wie gesagt, das bin nicht ich. Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. So, lasst uns mal ganz kurz in unseren Inventar schauen. Da ist alles voll. Hier fehlt noch was. Dann machen wir doch mal das Zeug hier rein. Das heißt, der ist voll, 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 der nicht, der ist voll, der auch nicht und der ist voll, okay. Der ist voll. Lasst uns dann einfach mal hier das ganze Ding hier voll machen, dann findet man es schneller. Ach, das. Wer hustet hier eigentlich die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung. So. Gut. Wie gesagt, wenn wir den Inventar vollkriegen, warum probieren wir es nicht einfach aus, ob es nicht einfach klappt mit einem Ding? Mit einem zusätzlichen Beutel, wenn wir schon da sind. Wo wir allerdings jetzt hierher hinkommen. Hm. Ist alles ein bisschen verwirrend. Können wir den nicht auch mitnehmen? Nee. Yay, Truhe. Und noch ein Schlüssel. Nochmal so ein Ding. Und da ist nochmal ein Schalter. Was passiert? Irgendwas? Nicht, dass ich irgendwas jetzt gesehen hätte. Nee, ich würde sagen, das war's wohl. Wie gesagt, das mit dem Beutel, das würde ich gerne probieren, ob das so klappt. Ob es klappt oder nicht klappt, das werden wir wohl erst sehen, wenn es soweit ist. Von da kam man ja. Ich glaube, ich muss mir auch mal einen Plan hier besorgen, wo wir hingehen müssen. Weil das ist doch alles sehr, sehr verwirrend. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade schon die komplette Orientierung habe ich verloren. Oh. Zu dem sollte man vielleicht erstmal nicht gehen. Und wie gesagt, das Husten, das geht mir gerade ziemlich auf den Senkel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Avatar! Ah. Ich bin so froh, dich zu sehen. Bitte befreie mich. Ich glaube nicht, dass ich es auch nur eine weitere Minute hier aushalten kann. Klar, befreie ich dich. Also wir haben auf jeden Fall Raven gefunden. Ja, wir haben auf jeden Fall Raven gefunden. Müssen wir mal schauen, ob wir sie befreien können. Ich denke schon. Die Frage ist, wenn wir sie befreit haben, können wir dann immer noch eingesperrt werden wieder? Na, vielleicht probiere ich das mal aus. Ich meine, wir haben jetzt 20 Minuten Dings rum von der Folge und vielleicht probiere ich es mal ganz kurz ein bisschen aus. Schau, ob ich einen Plan noch kriege und wie ich dann hier das Ganze handhab. Naja, wie dem auch sei. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.